Was, was, was? ApoRed? ApoRed's Video? ApoRed hat ein Video hochgeladen. Ich zeig euch alles. Millionen Auto und Wohnung. Reaction erster, okay, ja, okay. Der Insolvenzverwalter, so, was? Nein, das ist doch bestimmt wieder irgend so ein Troll. Das ist doch bestimmt wieder irgend so ein Trollvideo oder sowas. Ich nehme euch kurz mit, ich zeige euch, welchen Baba-Wagen ich drive. Und ich mache nochmal eine kleine Wohnungstour, wo ich... Ah, das ist doch das Ding, was Mimi geleakt hat, oder? Was ich mir vor kurzem nochmal gesneakt habe auf nebenbei. So, Freunde, heute okay? Kompletter Real Talk, yeah. Aber heute mit viel mehr auf dem Tisch, Freunde, heute. Das ist doch Fake-Geld! Bruder, das habe ich auch! Das habe ich auch, Bruder! Das habe ich... Ah, ne, ich habe es weggeschmissen, das habe ich nicht mehr, Digga. Das kann man bei Amazon kaufen! Zeige ich alles, ist mir kackegal. Ich habe das letzte Real Talk Video gemacht und ich habe gesagt, ey, kleinen Goofy-Streamer, wenn ihr nicht glaubt, dass Klamotten in mehreren 100 Case am Start sind. Guck mal, hier ist so eine Seitentasche, Freunde, ein paar Milles juckt mich gar nicht. Von denen habe ich Dutzende am Start. Sneaks, Klamotten. Ja, okay, okay. Ja, ja, ich merke schon, was für eine Richtung das geht. Das ist so, ja, ich mache lustig über mich selber und so. Nimmt 20 Mille. Nimmt 20 Mille und wettet gegen mich. Wer von diesen Goofy... Oh Mann, ja, das Video wird richtig unangenehm. Guck mal hier, das ist einfach dieses Fake-Geld, Digga. Ich weiß nicht, das kannst du, glaube ich, bei Amazon mal kaufen oder sowas. Das sind so chinesische Zeichen. Wie ist es gekommen? Wer? Keiner von diesen kleinen Ghosts hat sich getraut. Wisst ihr warum? Weil die wissen, ich bin ein Multimillionär. Die wissen das. Als ob sich einer von diesen Leuten traut. Die dachten sich, nein, die hatten die Möglichkeit gehabt. Jeder von diesen Opfer-Goofies da auf Twitch, die sich den Rücken kaputt machen, oh, ich streame mal jeden ganzen Monat für 10, 20 Mille nach Steuern. Bruder, ich lebe in Dubai. 10, 20 Mille, Bruder, cool. 10, 20 Mille, geil. Die kleinen depressiven Goofy-Streamer, am Ende des Tages, die machen mir auch nach. Wandern hier aus, um weniger Steuern zu zahlen, der andere so, der andere da, alles Ottos. Alles Ottos. Ich, wie ein wahrer Main-Character, sowieso kaum Steuern gezahlt, weil ich schon, seit wann zahle ich keine Steuern in Deutschland? Seit 2018 schon nicht mehr, Digga. Und das ist auch der Grund, warum ich hier einen super Lifestyle führe, Freunde. Super. Guckt euch mal das hier an, Freunde. So eine Aussicht. Digga, davon könnt ihr die kleinen Goofies träumen. Von wem hast du dieses Büro ausgeliehen? Wer hat dieses Video gedreht? Woher hast du dieses Fake-Geld? Warum ist dieses Video so unangenehm? Dieser eine Streamer, der eine Übergewichtige da, er hat sich hat ganz gelacht, aha, Red Brokey Mokey. Der Übergewichtige, Digga. Ein Anruf von seinem Steuerberater, ey Bro, du bist pleite. Was sind das für Ottos, bitte? Für die ganzen Goofies, die sagen, ich habe hier kein Cash in the Tash und ich lebe auf Brokey Mokey Hartz IV Insi Burgi Geld irgendwo in Deutschland. Wisst ihr überhaupt, wie viel Geld hier auf dem Tisch liegt? 1,26 Mio. Steuer. Das sind maximal 30 Euro. Das sind maximal 30 Euro, weil dieses Fake-Geld 30 Euro kostet. Frei. Completely. In Dollars. Dollars, Digga. Was für Euros? Euros geht den Bach runter. Hier. Dirhams. Dollars. Lironen. Diese Dirhams oder was das sind, das ist wahrscheinlich das einzige Geld. Future Money. Das ist Future Money. Digga. Oh, Mann, ey. Das ist so unangenehm. Einer von den Goofies hat mir sogar auf Instagram geschrieben. Ey, ja, komm, ich würde die Wette eingehen. Ich habe dann gesagt, ja, okay. Dann nimm für jede einzelne Sache, wo du sagst, ich schnagge, 20 Mille. Komm hier zu mir nach Dubai, nach East, nach Hamburg und trau dich. Los! Wisst ihr, was er gemacht hat? Er hat sich nicht mal gemeldet. Kuchen-TV, Digga, du hast einfach einen kleinen P***, Digga. Kuchen, schämst du dich überhaupt gar nicht? Sagst du, ja, komm, komm. Dann sage ich, ja, komm noch her. Und dann ja, dieses Video, ich sag euch auch ehrlich, dieses Video, das ist wahrscheinlich so ein Video, was er vorproduziert hat, was er so aufgenommen hat. Und er hat das so vorproduziert. Ich sag ehrlich, Büro sieht geil aus. Büro sieht richtig geil aus. Schon mal, wo du so ein Büro, Digga, und guckst so raus, ne, auf diesen See oder was es auch immer ist, dieser künstliche See da oder Fluss oder was weiß ich. Aber was ist das schon wieder? Ey, Digga. Meldest du dich nicht? Einfach full peinlich. Alle von denen sind peinlich. Jeder von denen. Kann man gar nicht ernst nehmen. Die 20-Mille-Wette ist sowieso jetzt abgeschlossen. Keiner hat sich getraut. Alles eierlose Goofies. Für Leute, die sich fragen, wie hat jetzt diese Mios auf den Tisch gepackt? Ja, wahrscheinlich hat KuchenTV auch wirklich geschrieben, aber er hat sich nicht gemeldet, Digga. Jetzt bin ich mal gespannt auf das Video von KuchenTV. Bar. Man weiß ja, in Wertanlagen ist genug am Start, aber in Bar, Digga, wie? Digga, ich habe sogar vor kurzem noch wieder einen super Riecher gemacht. Als ob das so 1,3 Millionen sind. Und zwar... Da habe ich einen Trading-Hasen aktiviert. Ganz entspannt. Bitcoin, ja. Freunde. Vor einer längeren Zeit eingestiegen. Und jetzt, Freunde, Bitcoin aktuell 65.000. Ey, 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 das ist so ein Troll. Das ist so ein Troll. Aber der kann es doch besser.
Der kann es doch besser, der hat doch diesen einen Troll rausgehauen mit dem, ja, er ist insolvent und so weiter und so fort. Jetzt macht er, zieht er das, wie sieht der, also, Digga, mir fehlen die Worte, zieht er sich da so wieder so ins Lächerliche, Digga, macht da irgend so einen Joke, Junge, sitzt da irgendwo, nichts gehört, der Laptop gehört wahrscheinlich nicht mal ihm. $1, ganz entspannt. Ja, gut, perfekt eingestiegen, immer einen guten Riecher gehabt, aber auch schon damals 40 Bitcoins gehabt, 2018. 40 Bitcoins. Gutes Cash gemacht nebenbei. Das Geile in Dubai ist nochmal, ihr habt ja nur 1% Umtauschgebühren, ja, deswegen vielfältig unterwegs. Trading-Hase hat mir sowieso gefallen. Ich brauche ja kein YouTube machen, ich brauche ja kein hier und da machen, ich mache einfach smarte Dinge, Digga. Gott sei Dank bin ich nicht wie so ein Streamer abhängig von Twitch oder von YouTube oder hier und da. Ich muss jetzt nicht auf Krampf die ganze Zeit auf TikTok livestreamen, wenn dann mal so auf Joke mal hier und da rechts... Auf TikTok livestreamen. Boah, geil. Digga, ich lebe mein Leben und mache real money. Das, was er so erzählt, ich glaube, so würde der gerne leben. Sei ich euch ehrlich. Ich glaube, der würde so gerne leben. Oh, ich muss in einer halben Stunde los in die Uni, aber egal. Der würde so gerne leben, wie er es erzählt. Ja, mit Trading-Hase hier, ein bisschen hier und da und Tritra, tralala. Ja, stark. Real money. Ich meine, schaut euch mein Office an, was ich hier angemietet habe. Ich habe hier mit die beste Lage in Dubai. Habt ihr mal meine Wohnung gesehen, Digga? Wo ich... Guckt euch mal das Office an, jetzt guckt euch mal die Wohnung an, Digga. Ja, okay, ja, wir kommen gleich zur Wohnung. Siere, kein Stress. Mitten in Downtown. Kein Stress. Burj Khalifa, ich mache da einen kleinen Spaziergang. Wenn man die Stories verfolgt hat, der weiß Bescheid. Während diese kleinen Goofies sagen, ja, ja, der lebt irgendwo in Deutschland, Digga, auf Ghetto-Basis. Hier. Freunde, genug geredet. Ich würde sagen, ich nehme euch kurz mit. Ich zeige euch, welchen Baba-Wagen ich drive. Und ich mache nochmal eine kleine Wohnungstour, wo ich hausiere, was ich mir vor kurzem nochmal gesneakt habe auf nebenbei. Und dann kann man da gerne spekulieren, ne? Ist das hier gemietet, ist gekauft, ist auch scheißegal. Wohn mal einmal an so einem Ort. Wohn mal. Diese kleinen Streamer, die wohnen in einem Kinderzimmer. Die sind da in einem Kind... Yeah! Das ist mein Kinderzimmer, Bruder. Yeah. Zimmer haben da ein paar LED-Streifen irgendwann aufgebaut und fühlen sich wie die Allerkrassesten. Versuch mal. Ja, ich bin auch der Allerkrasseste. Guck mich an, Bruder. Kinderzimmer, ich muss bald in die Uni, Digga. Weißt du, ich hab Leben, Digga, weißt du. Ich brauch keine Trading-Hase, weißt du. Ein Tag, mein Lifestyle nur zu halten, schafft keiner. Ja, Bruder, weißt du, der tut so, als wäre das so heftig, Digga, Alter. Ich weiß, also, verstehe mich nicht falsch, aber nach Dubai zu gehen und da so ein Ding zu mieten und da mal einen Monat zu chillen, Digga, also, welcher von den Streamern kann das nicht? Weil dann streamst du halt von dort aus oder machst YouTube-Videos von dort aus. Ich, ist es völlig egal, wo ich arbeite. Ich kann von hier arbeiten, ich kann jetzt zu meinem Nachbar gehen, ich kann dort arbeiten, ich kann auch, was weiß ich, ich kann genauso nach Dubai und von Dubai arbeiten. Ah, nee, Bruder, bei mir geht nicht, Digga. Kinderzimmer. So, Freunde, natürlich frage ich die Hasen, oh, was für ein Baba-Wagen fährt ab OED in Dubai. Raten A-Klasse, oder? Wie? Und ja, so Crypto-Profits wurden G-Klasse. Gut invested in einem schönen, leckeren G63 AMG Brabus Umbau. Natürlich hier echte... Ich geb dem Ding nicht mal 2 Tage. Ich geb dem Ding 3 Stunden... Wann hat er dieses Video hochgeladen? Moment. 13 Stunden, ja, es wurde schon geleakt. Es wurde safe schon geleakt, wem das Auto eigentlich gehört. Carbon, wie man es kennt, vom allerechten. Eine G-Klasse von so 2016. Hier? Top, schön mit Sternhimmel, 440.000 Dirham. Kann man mitnehmen, Freunde, komm mal mit. Wir drehen jetzt hier ein paar Runden, Freunde, wir fahren jetzt rüber in meine Wohnung. Let's go. Das ist gut an. Ich glaube, der Typ, der das Video gedreht hat, dem gehört das Auto und dem gehört das Büro. Hier habt ihr überall Wallis. Ne? Gibt ihr schön Lieblingsrestaurants. Ne? Gibt ihr schön den Wagen ab, ganz entspannt. Die parken den für euch. Sehr, sehr praktisch. Ich habe dasselbe Lenkrad, fällt mir gerade auf. Aber also halt von der Aufführung her mit diesen Knöpfen. Aber nicht Dinger. Das ist ein typisches G-Klasse-Lenkrad, das habe ich nicht, aber so von Knöpfen. Weil sonst immer 10 Jahre Parkplatz suchen, rechts, links, hier und da. Aber hier so. E-Klasse-Lenkrad. Große SUV. Also ich habe keine E-Klasse, aber das Lenkrad von der E-Klasse. Pflichtprogramm. Wir fahren jetzt rüber in die Wohnung. Oh, Leute, festmachen. Ja, fest anschnallen hier, Freunde. Ne? Der Wagen ist nicht langsam. Schaut euch mal hier die Aussicht an, Freunde. Das ist super duper, ey. Das sieht schon geil aus. Ich glaube, einmal möchte ich auch nach Dubai, um das einfach mal zu sehen. Ist bestimmt cool, sich das einfach mal anzuschauen. Grandioses Wetter, das liebe ich. Während in Deutschland meine Hater frieren, chill ich hier gerade in Dubai. Top Wetter, top Laune. People, nicht auf Depri unterwegs, auf gute Laune. So mögen wir das, Digga. So, wir fahren jetzt rüber zu mir. Kleine Tour auf Süß. Ist eine schicke Wohnung, wie man es kennt. Na, man hat da seine gewissen Maßstäbe, die man halten muss, wenn man es kann. Und ich würde sagen, sehen wir uns gleich. Let's go. Let's go. Gehen wir rüber.
Warte mal, was? Hat er nicht gesagt, das ist ein Brabus? Und ich sagen, sehen wir uns gleich. Let's go. Das Einzige, was hier an diesem Let's Ding go. Brabus ist, sind die Felgen, Digga. Das ist doch gar kein AMG, ganz normal. Das ist ein ganz normaler G63 mit Brabus-Felgen. Fertig. Gehen wir rüber zur Wohnung. So, das ist das Haus, in dem ich schon seit letztes Jahr lebe. Wir gehen mal rüber. Sieht doch Das ist doch das Ding, was Phoebe, wollte ich gerade sagen. War sehr impressiv. Phoebe hat geleakt, Bro, ja. Das ist auch einer der krassesten Tower in ganz Dubai. Weiß nicht, ob das das eins der krassesten ist, ne? Aber sieht geil aus, Freunde, ja. kommt mal rein. Wir haben hier auf jeden Fall eine ganz entspannte Zwei-Zimmer-Wohnung mit Gäste-WC. Ist aber so kein Schnagger-Ding. Also wir haben eine große Zwei-Zimmer-Wohnung mit knapp 80 Quadratmeter, super viele Einbauschränke auf Bibis Beauty Palace angelehnt. Küche, na, okay, ist nicht ganz sauber, ganz, ja, ein Putzdienst. Der lebt da nicht. Putzdienst klärt das immer einmal die Woche, ich habe gar keinen Bock darauf. Wohnbereich, super angenehm. Das wichtigste Highlight sind natürlich, Digga, die ultra hohen Decken. Na, ich. Ah, Gardinen, Bruder, er hat Gardinen. 1,90. Der lebt da doch nie im Leben. Große Guck mal, Idee, ne? wir gucken uns einfach mal an. Ne? Road to 4 Meter, so ein Ding. Schöner Bereich hier, Fernseher da, Terrasse. Kann man ja auch einmal abchecken. Ist, glaube ich, auch ein stabiles Merkmal hier. Guck mal hier mit der schönen Ja, der hat Aussicht zur Stadt, Aussicht ne? da. Schön auf Kanalblick angelehnt. Aussicht, ich sag euch ehrlich, schon cool. Geil. Super, also Würde ich feiern. kommt immer Seid ihr richtig ehrlich? nice, man. Hier abends, Bruder, hier abends so auf Terrasse chillen, was so einen kleinen Whisky, so was so. Cool, mir geht's gut. Aufsteht, da kriegt man doch direkt wieder gute Laune. So, gehen wir mal rüber. Safe, also ganz ehrlich, Digga. Wichtig auch immer Ich sag dir ehrlich, diese Wohnung für mich wird easy ausreichen. Boah, Idee auf super minimalistisch. Die Wohnung muss immer clean sein. Wenn die Wohnung nicht clean ist, ist euer Kopf auch nicht clean. Aber warum hat der die Tür offen gelassen? Merkt euch das. Schlafzimmer ist jetzt nicht so ein Schnagger-Ding, ne? Groß, geräumig. Man hat hier schöne Einbauschränke, wo ihr noch richtig viel platzieren könnt. Schaut euch mal diesen Spiegel an, Freunde. Der ist gigantisch. Dann habt ihr auch nochmal schön den Blick auf den Kanal. Digga, Super. es sieht so aus, als würde der Typ da gar nicht drin wohnen. Schön, auch tagsüber kommt sehr, sehr gefährlich. Versteh mich nicht falsch, allein auf meinem jetzigen Tisch liegen mehr Sachen als da. Service abchecken. Ja, hier sonst macht man hier sich die Haare mal fresh, rechts, links, hier und da. Rechts, Und links, hier und wichtig, auch da. ganz wichtig, ist eine Ensuite-Toilette. Ne? Ganz, ganz wichtig. Also Ensuite ist so Max Flex, so, das ist auch ganz, ganz wichtig. Hier so ein paar Sachen, wie gesagt, alles drinnen verstaut, also ich habe viel mehr Stuff. Das ist auch. Von was lebt der Typ? Digga, der hat einen Rasierer und ein Dinger. Entweder der Typ lebt wirklich komplett minimalistisch oder. Versteh mich nicht falsch, aber du brauchst doch Sachen. So, du brauchst doch Sachen, Digga. Du brauchst doch so Kamera-Equipment und so weiter und so fort und halt so Sachen, ne? Laptop, PC. Wo ist das ganze Zeug hin? Der hat gar nichts, Digga. Also genau so sieht's aus, wenn ich dieses Wochenende irgendwo hinfahre, in den Urlaub, einen Wochenendtrip und ein Hotel buche, dann sieht es genau so aus. Der lebt doch da nie im Leben Ein drin. schickes Badezimmer. Kann man maken, kann man taken. Ja, das Ding ist, man kann das natürlich auch übertreiben. Man kann sich auch eine Villa holen, aber die Frage ist, braucht man das? Ja, Bruder, eine Villa. Bin Also ich ja sag dir ehrlich, schöne Wohnung, klein. Für mich, in einem anderen Land wird es komplett am ausreichen. Start. Warum brauche ich jetzt unbedingt mehr? Da habe ich lieber eine schön große, ordentliche Zwei- oder Dreizimmerwohnung. Bin voll zufrieden. Boah, ich habe jetzt hier kein Office Was ist das da hinten in noch? meiner Wohnung. Das ist separat. Was braucht man noch mehr? Für die Leute, die sich fragen, wie viel kostet der ganze Spaß? Der ganze Hase ist Hier. gemietet und kostet mit allen Kosten rechts, links, overall 15.000 Dirham. Das entspricht so, ja, 3.750 €. Ist viel, I know. Aber man muss aber sagen, ist er einer der besten Lagen in ganz Dubai. Ihr habt Kanalblick, ihr könnt zum. Ja, aber versteh mich nicht falsch, Digga. Mit allem drum und dran, wenn da noch so eine Putzfee kommt, Digga, und das ganze Zeug da ausräumt. Wenn du in Dubai bist und keine Steuern zahlst, Bruder, Abfahrt, yalla. Mach. 3.000, Bruder, du lebst. Also, ja, okay, Bruder, ist ja klein. Für 3.000, Alter, kriegst du hier in Deutschland Miete, ein geiles Penthouse am Bodensee. Weißt du? Gut, da putzt auch niemand hinter dir her, aber du kriegst so ein fettes Ding. So, aber ja. Burj Khalifa zu Fuß laufen, das dauert keine 15 Minuten. Also wirklich Top-Lage, hab schöne Cafés um die Ecke. Ja, ist halt geil, Digga. Jetzt kann sich halt nicht der ein oder andere Streamer, ob es jetzt ein Trimax ist oder sonst wer, hier mal so kurz auf nebenbei leisten. Ja, wahrscheinlich, Bruder, kann sich das ein Trimax nicht leisten. Bruder, ein Trimax kauft dich, wenn du willst. Sogar, versteh mich nicht falsch, ich glaube, wenn ich da jeden Tag mich hinsetzen würde und streamen würde, jeden Tag Videos auf YouTube hochladen würde und sogar ich könnte es mir leisten. Also, Bruder, und wer bin ich? Bruder, ich bin Student. Also, versteh mich nicht falsch, Digga. Der kann sich's nicht leisten, cool. Aber das will ich sagen, die bleiben natürlich weiter im Kinderzimmer. Real Talk. Freunde, wenn ihr mehr Videos aus Dubi sehen wollt, dann lasst doch mal gerne einen Daumen nach oben da. Und ich würde sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal, bleibt auf Insta aktiv.
Vielleicht kommt demnächst auch was auf TikTok. Haut rein, bis zum nächsten Mal und tschüss. Oh, wow, das ist mein Video. Das ist alles Cap. Das ist alles Mütze auf Englisch, Digga. Also das sage ich euch, das ist alles so Mütze auf Englisch.